Würde ich sagen, so zusammen, da ist der Kolosso mit dem Litus, hallo zusammen. Genau, und jetzt aus aktuellem Anlass von der Präsentationen an der E3 von Sony und Microsoft haben wir gedacht, machen wir ganz, ganz schnell, schnell ein kleines Video mit einer kleinen Analyse. Und ich würde sagen, anfangen könnten wir eigentlich anfangs mit Microsoft. Okay, aber bevor dass du jetzt nur Microsoft und Sony erwähnst, Entschuldigung, möchte ich doch auch noch kurz Nintendo ins Spiel bringen. Es wird zwar die wenigsten interessieren, aber es wird doch jetzt auf Ende Jahr ein Donkey Kong Country mit HD-Grafik kommen, es wird ein Mario in 3D mit HD-Grafik kommen und Anfang nächstes Jahr ein Mario Kart, auch mit HD-Grafik. Genau, nicht zu Und das vergessen, das Legend of Zelda Wind Waker ja, Remake, ebenfalls der in Windwanker. HD-Grafik. Ja, Wind voll. Waker, ja. Ja, das stimmt. Wobei, wartet er lieber auf das Zelda, wo der hoffentlich nächstes Jahr kommt, wo er ein bisschen älter ist und nicht so ein Bübli halt. Aber ja. Das nur am Rand. Es ist eigentlich nur, wie soll ich sagen, speziell, dass das jetzt endlich mal passiert. Weil bisher hat es das eigentlich nicht gegeben, Nintendo Games in HD-Grafik oder auch jetzt das Donkey Kong und Mario Kart und Mario und so. Darum finde ich das eigentlich schon noch cool, dass sie das jetzt endlich bringen. Aber Nintendo wird die Karre eh nicht aus dem Dreck können reissen, weil sie jetzt nicht wirklich Games sonst. Ja. Wo einem würde motivieren, den kaufen. Ja. Ja. Nintendo hat jetzt einfach den Vorteil, dass sie haben das Verkaufsargument gehabt für die Wii U-Konsole. Nämlich die HD-Aufbesserung, was jetzt halt wirklich ja, bei der PS und bei der Xbox ein bisschen fehlt, das Verkaufsargument, dass man kann sagen, wow, diese Konsole muss ich haben. Außer man ist eine Grafikkuren, aber dann bewegt man sich eh auf dem PC. Eigentlich schon gescheiter, ja. Nintendo hat jetzt halt wirklich auch den Vorteil, dass sie können ihre altbekannten Titel rausbuttern jetzt. Ja. Und das Zeug hat sowieso gekauft, also da sehe ich eigentlich kein Problem bei Nintendo. So. Genau. Gut. Also, dann, wenn der Klient das nicht mehr zu sagen hat, würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich zu Microsoft weiter. Also, du kannst gerne noch etwas sagen nachher, aber Microsoft-Präsentation in ein paar Worten zusammengefasst von mir. Eigentlich gute Games. EA, die wieder mal die ganze Präsentation versaut hat mit dem Ton. Und eigentlich nichts, was man nicht erwartet hätte. Ja, das hat schon etwas. Mir hat halt dort das Titanfall noch Geld gedünkt. Vom Respawn-Studio, das sind die, die eigentlich das Modern Warfare gemacht haben. Das ist das Game, das auch ein 3D-Shooter ist, wo man dann aber auch irgendwie als Killstreak oder wie das auch immer funktioniert, dann irgend so einen grossen Roboter bekommt. Und es mag vielleicht am Anfang die Leute ein abschrecken, aber sie probieren eigentlich wenigstens etwas Neues. Ja. Sonst ist mir eigentlich nicht viel geblieben. Das Killer Instinct, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das ist so ein Fighting-Game. Genau, das bringe ich jetzt zurück. Und was mir persönlich noch gefallen hat, ist eigentlich der Metal Gear Solid Vorschau gewesen. Hat recht nice ausgesehen, mit den ganzen Funktionen und so. Sowie auch das Stück, was gezeigt haben von Rise, dem römischen Kommandantenspiel, genau. Da, das hat mir auch recht gut gefallen. Das ist ja von Crytek, also wird das sicher eine Bombengrafik haben. Genau. Und sonst muss man sagen, was natürlich jetzt halt wirklich in der Krux ist bei der Xbox One, ist die Internetanbindung, wo man ja einmal 24 Stunden muss online sein, um seine Spiele im vollen Umfang zu nutzen zu können. Genau. Wäre für mich persönlich eigentlich kein Problem, für die meisten von euch denke ich auch nicht, aber immer wenn es halt irgendwie verbunden ist, wollte man es nicht haben. Und zum anderen natürlich, dass die Spiele sozusagen an Konsolen gekoppelt sind, dass man sie nur einmal brauchen kann. Oder je nach Hersteller, dass man auch einen kleinen Aufpreis zahlen kann, um das nachher dann auch erneut zu brauchen. Und bei gewissen Herstellern ist höchstwahrscheinlich EA gemeint. Und ich denke, das könnte auch ein Nachteil sein, vor allem, weil es halt keine Sekundärmarke gibt und weil man nicht so gut kann Spiele auslehnen an Kollegen. Ja, und das Problem ist halt einfach auch, dass Microsoft scheinbar nicht sauber intern besprochen hat, was man genau sagt. So hat es jetzt zum Teil unklare Aussagen gegeben, es hat Aussagen gegeben, die sich eben anderen widersetzt haben. Fragst Microsoft-Mitarbeiter A, fragst Microsoft-Mitarbeiter B und beide sagen ein bisschen etwas anderes, das ist eben auch immer ein bisschen leid. Und sie haben es einfach unglücklich gemacht, weil Sony hat sich nervt, vielleicht zum schnell überswitchen noch. Hat sich dann eigentlich ihre Präsentation richtig lustig über Microsoft gemacht, was ich eigentlich schon als Teil schon gefunden habe. Weil eben, wer so in die Cheesy lenkt, der soll es auch ein bisschen zu spüren bekommen. Aber
Gleichzeitig hat Sony dann eigentlich unter dem ganzen Microsoft-Gebäschen auch ein bisschen untergehen, dass jetzt ihr PlayStation-Network eben gleich auch wird kosten. Was für einen oder für andere vielleicht jetzt ein bisschen mehr finanziell Aufwand bedeutet. Aber nichtsdestotrotz, PS4 hat vermutlich mehr Power, es ist günstiger. Man kann das mit den Gebrauch-Games ohne Probleme machen. Man muss sich nicht alle 24 Stunden lang anmelden. Und obwohl das auch ich das nicht als Problem sehe, haben sie es schon, sie haben es viel besser gemacht. Absolut, ja, wirklich mit Sony, der Seite reiben, ja. Auf Microsoft dort. Und, aber dass man eigentlich jetzt auch fürs PSN muss zahlen, finde ich grundsätzlich eine gute Idee, weil man sieht ja bei Xbox Live auch, dass wirklich zahlen bedeutet in dem Fall Qualität. Sprich genau. Auch mit den Partychats und der Sicherheit und der Stabilität der Server. Ja. Hingegen, was sich jetzt die Frage stellt, ist ja, die beiden Konsolen werden sich vor allem durch ihre Exklusivtitel probieren voneinander abzuheben. Das ist richtig, ja. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was die Entwickler machen, weil die Entwickler wollen ja eigentlich möglichst viel Geld verdienen mit ihrem Spiel. Jawohl. Und falls sie einen Exklusivtitel rausbringen, stellt sich die Frage, bringe ich den auf den PS, wo eventuell mehr Stückzahlen verkauft werden jetzt. Ja. Oder bringe ich das auf den Micro, also auf den Xbox One, wo ich genau weiss, jedes Spiel, das verkauft wird, bekomme ich Geld davon über. Es gibt keinen Sekundärmarkt, genau. Ich kann das verkaufen. Mhm. Und das kann theoretisch auch dazu führen, dass Games vielleicht auch günstiger werden auf der Xbox One, weil man sieht ja auch beim PC, durch das, dass jedes Spiel nur einmal kann verwendet werden, sind sie teilweise massiv günstiger. Aber muss natürlich nicht sein, dass das so sein wird. Alle Spekulation. Ja, das ist schon so. Genau. Aber ich finde, das ist eben schon noch ein guter Punkt, weil Konsolenspieler mögen jetzt auch irgendwie aufschreien und so. Aber eben Steam auf dem PC funktioniert genauso wie das Microsoft-Modell. Und ja, wenn sie zwischendurch ein paar geile Aktionen bringen, kein Plan. Und stören auch ein paar günstige Games, die ihr nur digital anbeziehst. Ich denke, viele werden sich auch nicht mehr unbedingt das Game nach ihr Höhe kaufen. Also ist das mit dem Weitergeben eh schon noch ein spezielles Thema. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dann alle Hersteller, weißt du, rigoros, das dann sperren. Ich habe das Gefühl, dass jetzt nachdem das Menge so aufgeschraubt wegen diesen Restriktionen, dass dann Menge Hersteller wird sagen, mal schaut, wir können unser Game eh weiterverkaufen, das können andere brauchen. Aber vielleicht muss man sich dann halt vielleicht für 5 Steine so eine Online-Aktivierung kaufen, wenn man es dann online spielen will. Genau, das wird wahrscheinlich so sein, ja. Aber wenn du es so anschaust, ich meine, man merkt es eigentlich gar nicht, aber bei vielen Spielen ist das jetzt schon der Fall, weil wenn du es verkaufst, hast du die Online-Pass und dann gibt es mal an einen Kollegen weiter, der kann das nur offline gamen, oder? Also von dem gut, der Online-Pass haben sie jetzt abgeschafft. Yeah. Ah, haben sie es gemacht? Okay. Ja, voll. Genau. Und, gut zu wissen. Leute ist wieder ein besser informiert. Nein, das ist schon noch cool. Nein, eben, aber ich denke, grundsätzlich werden jetzt die Konsolen sowieso sehr, sehr schwer haben, sich durchzusetzen. Eben, weil es eigentlich keinen richtigen, handfesten Grund gibt, um sich eine neue Konsole zu suchen zu legen. Vor allem nicht als Casual-Gamer. Und da sehe ich eigentlich Problematik, weil ich denke, ein Casual-Gamer, der jetzt eine Xbox oder eine PS3 hat, der sagt sich, ich bin mit dem Teil noch absolut zufrieden. Und wenn das mir nichts anderes bringt, dass ich eine bessere Grafik habe, warum soll ich es kaufen? Ja, das hat etwas, ja. Und darum denke ich, ist es wirklich, wird es recht lang brauchen, bis sich die Konsolen durchsetzen. Vor allem auch durch die Strategie, die jetzt Microsoft wie auch Sony einsetzen, dass immer nur für die alten Konsolen Spiele rauskommen. Dass Microsoft auch jetzt noch mit einer neuen Version von der Xbox 360 rauskommt, anstatt sich wirklich voll auf das Neue zu konzentrieren, wie das bei Nintendo der Fall ist. Ja, ja. Wobei, weißt du, sorry, wenn ich da schon unterbreche, aber es ist noch lustig, einer von diesen Microsoft-Chefs haben sie noch interviewt und der hat dann gesagt, auf die Frage, eben, was macht jetzt jemand, der nicht konstant Internet hat, der das mit diesen 24 Stunden nicht einhalten kann, und dann hat er gesagt, du schau, dann kaufst du dir eine Xbox 360. Ja, das ist eigentlich. Das unterstreicht das ganze Statement, dass es eigentlich wirklich nicht nötig ist. Ja, das hat schon etwas. Und ich meine, die ganzen Sport- und Fernsehverknüpfungen, die sicher zu Amerika werden funktionieren, ich weiss nicht, inwiefern das uns zu Europa das etwas bringt oder jetzt gerade mir persönlich etwas wird bringen, wenn ich jetzt dort Sportresultate nach live irgendwie im zweiten Fenster, ich weiss doch auch nicht anschauen. Darum, PS4 ist günstiger.
Du hast keine Lampen mit den gebrauchten Games. Und was auch noch geil ist, es ist code-free, weißt du? Ja, genau. Das ist aber auch noch ein Vorteil, was ich jetzt nicht genau weiß, wie das bei Microsoft ist, aber auch bei meinem, ja. Wie das der Screed schön gesagt ist im Video, eigentlich Sony hat eigentlich alles richtig gemacht. Und am Schluss werden sie einen Weg Games zeigen. Ja, das ist so. Also ich denke, momentan kann man abschließend sagen, hat Sony eindeutig die Nase vorne. Wird sicher, ist ja in der Schweiz generell so, habe ich das Gefühl, dass PS mehr gekauft wird als die Xbox. Ja, das hast du auch bei den World of Games Verkaufscharts oder Ja, so ja. gerade da mal gesehen, aber ja. Aber und darum Aha. würde ich sagen, zu Amerika kannst du dich auch das Argument bringen mit dem Ja. Kinect und der Sprachsteuerung und all dem Fernsehzeug, bla bla bla. Aber in Europa zieht das nicht. Genau, Oder es genau. würde ziehen, wenn es würde funktionieren, tut es aber nicht und darum zieht es nicht. Und darum würde ich sagen 1 zu 0 für PS3. Nein, 4. Ja, voll, genau. Man muss FS3 sich auch. noch ein bisschen dran Whatever! gewöhnen. Ja. Nein, es ist schon easy. Lustig finde ich einfach jetzt die ganzen Konsolen-Wars und so, die jetzt wieder losbrennt sind. Und eben, ich tue da gerne immer wieder wiederholen. Am Schluss finde ich jemanden, der eben gerne zockt, dem sollte es nicht auf die Plattform drauf ankommen, sondern halt auf die Qualität der Games. Und ob jetzt die eine oder die andere das Rennen macht. Das ist ja eben das Gäbige. Als Konsument kann man eher das auswählen, was einem am besten passt. Und Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft. Darum kann man froh sein, dass es so ist, wie es ist. Absolut. Oh. Gut. Aber es ist gleich noch erstaunlich, wie Microsoft es dann immer wieder verschießen in den Präsentationen. Ja. Es ist schon noch bitter. Es ist schon noch bitter. Aber am besten finde ich, EA hat sich, glaube ich, zweimal verschissen. Ja. Wobei, weißt du ja nicht, wo ich ja nach der EA-Präsentation auch noch geschaut und dort ist dann alles reibungslos gelaufen. Ja. Ja. Ah, sorry noch schnell. Mirror's Edge 2 haben sie ja auch angekündigt, hä? Stimmt, habe ich auch gelesen. Genau, das ist natürlich noch ganz ein schöner. Und Ubisoft hat ja auch eine Präsentation gemacht. Die ist auch sehr interessant und sie haben auch noch viel interessante Games am Start. Nein. Nicht nur Watch Dogs, sondern auch da noch das eine oder das andere. Ja. Ja. Aber vielleicht noch ganz, ganz kurz zu der Sicher. Xbox. Es wird ja, was ich gut finde, das Gold-Abonnement läuft weiter. Reibungslos. Ja. Also, alles Umwandlung, andere wäre eine Frechheit gewesen, genau, oder? Umwandlung von Microsoft Points in Landeswährung. Auch noch Hat schöner, wahrscheinlich den genau. Nachteil, dass man die Microsoft Points nicht mehr günstiger beziehen Eventuell schon, kann. aber wir werden auch nicht mehr so hurenstrupp verarscht. Genau, und Gratis-Games, sprich am Anfang Halo 3 und Assassin's Creed 2, sicher interessant. Mein. Außer dass die Dinge schon 4 Jahre sind Ja, oder aber ich so. meine, gratis ist immer gut, weißt du? Ja, aber weißt du, wenn du hier PlayStation Plus abonniert hast, Ja, da bekommst du ja stimmt. regelmäßig Gratis-Games. Aber wenn wir jetzt noch gerade bei Gratis sind, sorry, im Sommer kommt er auf der Xbox 360 noch, wie heißt das? World of Tanks. Ja, Genau, genau. das kommt ja nachher auch noch for free raus, was auch noch nett ist. Stimmt. Und? Generell, Microsoft setzt Was? sehr auf Indie-Entwickler. Ja, wobei, hast du Und Sony-Präsentation nicht gesehen? ja, nicht wirklich. Nicht, Nein, aber, ich habe weil etwas sie haben gelesen dort darüber nachher. voll viele Games gezeigt von Indie-Studios im Fall. Ja. Glaube ich 12 Stück oder so, die nachher auch erscheinen. Da. Ja, also ich denke, es ist wirklich, da lässt man aneinander auch nicht die kleinste Chance, noch irgendwie den Markt auszubauen, Ja, sondern genau. probiert alles für sich zu beanspruchen, währenddem Nintendo schön im Hintergrund für sich weiter plätschert und das funktioniert ohne Problem bei denen. Und, Solange dass es kleine Kinder gibt, sowieso. ja, kleine Kinder und Ja. grosse Kinder. Ich Ja, meine, sicher, eh auch. es, ja. Jetzt habe ich Ah. meinen Subwoofer umgerührt. Okay, hoffentlich Das alles in heisst, Ordnung. es ist Nein, und wahrscheinlich ein Zeit. Trend, wo wir auch noch nicht angesprochen haben, auch noch einer von den letzten Punkten jetzt, wäre Open World. Ich habe selten so manches Game gehört, angekündigt, wo irgendein Open World ist erwähnt wurde. Sei es jetzt eben bei Metal Gear, wo jetzt auch Open World wird sein. Wie auch, keine Ahnung, Dead Rising 3, das Zombie-Game, auch Open World. Also sie haben dort jetzt schon noch, dank der grossen Rechenpower von der neuen Konsole, eben auch neue Möglichkeiten. Und vielleicht wird dann das eine oder andere Game, wo jetzt nicht nur wegen der Grafik, sondern auch wie es aufgebaut ist und so, auf einer alten Konsole nicht möglich ist, der eine oder andere noch überzeugen, die auch zu kaufen. Stimmt, finde ich auch wirklich sehr gute Entwicklung, weil ich meine, ein Game, ein GTA, wo du Open World hast, ist viel mehr Spielspaß als etwas wie ein Dead Space, wo mehr oder weniger eine Stunde zockst und dann weglässt. Ja, das ist definitiv so, genau.
Die Frage ist immer, wie gut die Story halt ist, so im offenen Open-World-Game. Aber wenn er, keine Ahnung, 10 Stunden lang eine gute Story bekommst oder 100 Stunden lang kannst frei rumlaufen, entscheidet man sich auch eh für die 100 Stunden. Ja, ja. Ja, aber es ist geil gewesen. Also, sie hat jetzt nicht nur eben Games gebracht mit hübscher Grafik, sondern sie hat sich auch noch überlegt, wie kann man die neue Grafikpower nutzen. So mit den Tablets und mit dem Vita, so, was sie ein bisschen anbingen wollen. Und ja. Genau. Es sind doch noch Ideen rum. Gut. Mit diesen Worten würde ich sagen, beenden wir das Ganze, bevor uns noch 10'000 weitere Themen einfallen. Ja, genau, es gäbe schon noch viel, wo wir darüber reden können. Ja, also eine erweiterte Diskussionsrunde gibt es übrigens am nächsten Dienstagabend auf dem SF1 beim Club. He? Ohne Witz. Ja, eh. Mit der Crown Crew Member. Definitiv. Ja. The Crew, sorry, hast du von dem auch gehört? Das ist echt von Ubisoft ein Run-Game. Wo man dann auch Open World wieder so ein bisschen in Gruppen kommen fahren und so. Ah, cool. Ja, ja. Ziemlich stylisch. Aber ja, genau. Genau. Ja, ja, also, sagen nichts mehr. Gut, also, dann würde ich sagen, warten wir aufs Call of Duty Ghosts und freuen wir uns drauf. Und in dem Fall, merci für mal fürs Schauen. Schaut doch auch am Kleiders vorbei. Kenne ich den zwar eh alle, aber schaut, wie der ein ist. Lieb, merci. Und Jonis 93 in den Kommentaren. Ja, genau. Ich könnte auch dem Raffi danken sagen, der uns die ganze Zeit beim Reden zugelassen hat. Aber sich nicht getraut, etwas zu sagen. Genau. Nur mal in seinem Namen. Merci und tschüss zusammen. Sehr gut. Also, der Fall. Schön zusammen. Ciao, ciao.